Jo Freunde und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FIFA Plays.de. Ja, und meine Anrede war nicht so energisch, aber ich glaube halt trotzdem energischer als dieses Spiel, wo wir jetzt drüber sprechen. Ja, mein FC verliert 3:0 bei der TSG Hoffenheim, verschuldet mal wieder 2 Elfmeter, war, wenn ich das richtig im Kopf habe, richtig gezählt habe, Elfer Nummer 11 und 12, der diese Saison gegen uns gegeben wurde, nach 18 Spielen. Ja, und das Einzige, was nach dem Spiel gesagt wird, ist, ja, die Leistung war besser als zum Beispiel gegen Freiburg und wir können uns nichts vorwerfen. Ich weiß ja nicht, also wenn man in 18 Games 12 Elfer gegen sich verursacht, keinen Stürmer im Kader hat, der einem mal zumindest 7 bis 8 Tore garantiert, man keinerlei Spielaufbau besitzt, wenn 10 Angriffe nach vorne gehen, davon sind 8 einfach hohe Bälle, in der Hoffnung, dass ein Wolf oder so den irgendwie festmacht. Es ist einfach, seit Mitte letzter Saison ist einfach zu sehen, es gibt kein Spielkonzept in diesem Verein. Es gibt einfach kein Spielkonzept. Man stellt sich defensiv hinten rein, kloppt den Ball wie so ein Gestörter nach vorne und hofft, dass einer irgendwie den Ball vielleicht festmacht und irgendwie per Zufall eine Chance entsteht. Ich weiß langsam echt nicht mal, was ich dazu sagen soll. So, keine Ahnung. Wir reden hier nicht von Bayern München oder von RB Leipzig. Wir reden von Hoffenheim, die selber meiner Meinung nach A, momentan überhaupt nicht gut drauf sind und B, auch heute überhaupt gar nicht mal so gut gespielt haben, aber wenn du halt wieder mal 2 solche Elfmeter verursachst, so, keine Ahnung, klar kann man jetzt sagen, ja, das mit Wolf, der Lattentreffer war Pech, den anderen war er überrascht, war auch Pech, aber Freunde, ganz ehrlich, tut mir leid, also du darfst da nicht 3:0 abgeschlachtet werden. Das ist normal ein Spiel. In der Verfassung, wo Hoffenheim ist, musst du da mindestens einen Punkt holen. Das ist meine persönliche Meinung. So, keine Ahnung. Für mich ist einfach abwehrtechnisch und im Sturm unsere allergrößten Baustellen. So, keine Ahnung. Du hast mit Meré jemanden, der in der spanischen U21-Nationalmannschaft Kapitän war, der ein Riesentalent ist. Ja, er hat gegen Freiburg 2 Böcke gemacht, aber gegen Freiburg war der komplette Kader ein absoluter Totalausfall. Und warum holt man ihn raus? Du hast heute gesehen, Sestic so, der war maßlos überfordert. Natürlich auch grenzenlos dumm, sich so in den 16er hinzustellen. Weiß ich nicht, also dann wird halt gesagt, man kann sich nichts vorwerfen, aber ich stelle mir dann halt die Frage, für mich ist man als Trainer in der Verantwortung, wenn ich schon 10 Elfmeter in 17 Spielen gegen mich bekommen habe, dann muss ich meine Mannschaft doch mal so einstellen, dass die mal cleverer sind. So, wenn man mal drauf achtet, achtet mal in den Köln-Spielen da drauf, wenn wir verteidigen im 16er, unsere Spieler stehen immer so oder so, irgendwie haben die immer ihre Arme hier irgendwie sortiert, anstatt einfach wie ein vernünftiger Verteidiger so zu stehen, bietet er das quasi an, hier komm, schieß mich an. So, keine Ahnung, das wissen die anderen Clubs halt auch. Und es ist halt einfach wieder ein absolut dumm verschenktes Spiel. Und jetzt spielst du am Wochenende gegen Bielefeld, was ein maximal wichtiges Spiel wird. Und danach kommen die Brocken. Dann kommt Gladbach, Bayern. Ich weiß nicht, wo die da punkten wollen, Freunde. Sag ich euch ehrlich, heute war ein Spiel, wo man hätte punkten müssen. Ich weiß nicht. Für mich ist auch immer noch, und da bleibe ich bei, selbst wenn wir jetzt 3 Spiele in Folge gewinnen würden, bleibe ich trotzdem dabei. Für mich ist der Trainer auch keiner. Und ein Horst Held muss ich langsam auch mal hinterfragen oder auch schon Anfang der Saison hinterfragen, dass man mit so einem Trainer überhaupt verlängert. So, keine Ahnung. Du hast Ende letzter Saison schon, ich glaube,
11 oder 12 Spiele nicht mehr gewonnen. Dann hast du die halbe Hinrunde gefühlt gebraucht, bis du dann gegen Dortmund mal gewonnen hast. So, du hast kein Konzept. Wenn man mal ehrlich ist, die Spiele, die gewonnen wurden, war gegen Mainz und gegen Schalke, die du halt schlagen musst, die noch schlechter sind als du, und gegen Dortmund hast du halt gewonnen, weil du im richtigen Zeitpunkt gegen die gespielt hast. So, du hast gegen Dortmund in dem Moment gespielt, wo Favre quasi so mehr oder weniger direkt vom Rauswurf war. Und ich verstehe halt einfach nicht so, warum man an sowas festhält. So, es wird immer jeder mögliche Spieler hinterfragt, aber der Trainer irgendwie nicht. Ich verstehe halt nicht, warum. Also, ich will jetzt nicht hier sagen pro Achim Bayerlorzer, aber ein Bayerlorzer, der ist nach 7, 8 schlechten Spielen rausgeflogen. Beim Gisso ist das egal, so, keine Ahnung. Und da zählt halt für mich auch nicht das Argument, ja, aber dann kriegt er halt eine Million Abfindung und nein, Digga, zweite Liga wird viel teurer, wenn du schon wieder absteigst. Dann kannst du schon wieder einen neuen Kader bauen, hast den Gefühl 320. Neuanfang. Ich verstehe einfach nicht, Alter, was das für so eine Philosophie ist, Alter. Ich kann auch nicht mal mehr reden, so sehr regt mich das auf. Auch unser Präsidium, wo sind die? So, klar haben die vielleicht nicht die Fachkompetenz im Fußball, aber da muss doch mal einer am Tisch sauen und muss mal sagen, ey, ihr Penner, werdet mal wach. Ich kann das nicht verstehen, Mann. Wirklich, Alter. Lässt er dich von Hoffenheim 3-0 abschlachten. Von Freiburg 5-0 abschlachten. Das ist einfach so krass, ne? Und Leute, da kann mir jeder sagen, was er will. Du hast es ja selbst letzte Saison zum Beispiel bei Paderborn gesehen, die am Ende dann sang- und klanglos relativ abgestiegen sind. Aber die wurden vielleicht in 34 Spielen, haben die 4 oder 5 Totalausfälle gehabt, wo die mal richtig abgeschlachtet worden sind. So, und guckt mal uns an. So, wir haben jetzt 18 Spiele gespielt. Guck mal, wie oft wir schon richtig abgeschlachtet worden sind. Von Leverkusen 4-0, von Freiburg 5-0, von Hoffenheim 3-0, von Gladbach zwar 3-1, aber spielerisch auch komplett abgeschlachtet worden. So, bei uns sind ein Drittel, wenn nicht sogar die Hälfte der Spiele, absolute Totalausfälle, absolut versagt in allen Mannschaftszeilen, in der kompletten Leistung. Und ich bin weiterhin der Meinung, uns fehlt komplett das Feuer, Digga. Und das ist unabhängig jetzt von den Ergebnissen, aber guckt euch zum Beispiel mal eine Mannschaft an, wie zum Beispiel Union Berlin. Klar, die stehen oben, will ich jetzt fußballerisch überhaupt gar nicht miteinander vergleichen, aber die sind in jedem Spiel, und das war auch letzte Saison so, in jedem Spiel auf dem Platz und brennen. Die kämpfen 90 Minuten, die haben Bock Fußball zu spielen, und wenn du dir das als Fan anguckst, dann denkst du dir, selbst wenn du mal 2 oder 3-1 verlierst, denkst du dir, boah, die Jungs, die haben heute alles versucht. Und ja, wir hatten Chancen gegen Hoffenheim, aber es tut mir leid, ich kann das trotzdem nicht als wir haben es versucht abstempeln, weil du wieder zwei Elfmeter gegen dich bekommst, wo einer dümmer als der andere ist. So, ich weiß es nicht, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung, was man da noch sagen soll, Digga. Keine Ahnung. Da wird immer gesagt, ja, wir setzen so auf die Jugend, wir setzen unsere Jugend ein, ja. Wir haben nur Verteidiger und Mittelfeldspieler aus der Jugend. Alles, was offensiv ist und was kann, geben wir ab. Guckt euch mal die zweite Bundesliga an. Terodde, Simon Zoller, Christian Kühlwetter, Chris Führig. Die sind alle unter den ersten 10 Torschützen in der zweiten Liga zu finden und die sind alle von uns. Die haben bei uns gespielt oder wurden bei uns in der U21 ausgebildet und wurden alle sang- und klanglos abgegeben, Digga. Und jetzt haben wir keinen einzigen vernünftigen Stürmer. Und gurken damit einem Modest rum, der es auch überhaupt nicht mehr kann. Er hat viel für den Verein gemacht, er hat uns nach Europa geschossen und wird auch irgendwo immer eine Legende bleiben. Ja, aber der muss aufhören mit Fußball, Freunde. Es tut mir leid. So, es passt einfach, dass er auch wieder den Elfer dann noch verschießt. Und ich weiß es nicht, Digga. Keine Ahnung. Ich würde mich freuen, wenn man einfach mal einen vernünftigen Stürmer ausleihen würde. Mal einen, der ja zumindest mal 4, 5, 6 Tore garantiert, wenn er immer spielt. Weil, keine Ahnung. Du kannst immer nur hoffen, dass ein Duda oder ein Thielmann einen guten Tag hat, aber das sind keine Stürmer, Digga. Das ist einfach nichts Halbes und nichts Ganzes. Und klar,
Die ganzen Optimisten würden jetzt sagen, ja, aber ihr habt ja noch 5 Punkte Vorsprung auf Mainz. Ja, aber Mainz spielt jetzt auswärts gegen Stuttgart. Stuttgart ist momentan ein bisschen im Loch, was meiner Meinung nach auch zu erwarten war, weil die ein Bundesliga-unerfahrenes Team haben. So, lass Mainz da gewinnen und Strauß Mainz zu mit dem Aufschwung von dem Leipzig-Sieg jetzt da zu gewinnen und lass uns mal gegen Bielefeld unentschieden spielen oder verlieren. Dann stehen wir schon mal wieder nur noch mit 2 Punkten da und dann kommt die Nervosität zurück. Und wir wissen alle, wenn du einmal in diesem Strudel bist, dann kommst du da auch nicht mehr so schnell raus. Keine Ahnung, Freunde. Aber so wie ich das Ganze einschätze, wird jetzt eh wieder alles schön geredet. Es wird sich nichts ändern. Wir werden so weitermachen wie bis jetzt. Und dann kann man nur hoffen, dass du zumindest jetzt gegen Bielefeld irgendwie glücklichen Sieg holst. Weil wie gesagt, danach hast du Gladbach. Dann kommen wieder nach und nach die ganzen Brocken. Und da wirst du sowieso nicht gewinnen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Also spielerisch sehe ich bei uns wirklich komplett schwarz. Also für mich, also ihr könnt gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Aber für mich sind wir fußballerisch, sind wir nicht, so wie wir auftreten, sind wir die schwächste Mannschaft der Bundesliga. Keine Ahnung. Da ist kein Feuer drin, da ist kein Konzept drin, da ist keine Spielidee drin. Da wird einfach nur hinten drin gestanden und den Ball nach vorne gebolzt. So. Bei Stöger wurde auch hinten drin gestanden, aber da hattest du wenigstens einen Plan, wie du auf Konter spielst. Das hast du nicht. Die haben nix, Digga. Die spielen einfach so irgendwie, wie es ihnen gerade passt. Und wie gesagt, für mich gehört der Trainer auch weg und auch die Personalentscheidung von dem Mré, der müsste bei mir immer spielen, Digga. Aber du wirst sehen, wenn der Zichos wieder fit ist, dann wird der wieder spielen und sitzt Mré wieder draußen. Und wenn da einer ausfällt, dann spielt er wieder lieber Jannes Horn und keine Ahnung, Digga, das ist. Ich weiß es nicht. Wirklich. Manchmal frage ich mich echt so, nicht nur beim Gisdol, auch bei so ein paar anderen Coaches, aber manchmal frage ich mich echt, wozu muss man Trainerausbildung machen und Trainerschein? Digga, ich kann mich auch da hinstellen, ein bisschen rumschreien. Ich habe auch wahrscheinlich kein Konzept oder wahrscheinlich sogar ein besseres Konzept. Freunde, das ist, ich weiß es nicht. Schreibt es mir mal gerne in die Kommentare. Wie gesagt, ich wollte mal wieder Reactions auf die Köln-Spiele hochladen. Wird es ab jetzt immer wieder, ja, ich denke mal montags größtenteils geben. Vielleicht auch sonntags, wenn wir mal freitags oder so spielen. Das muss ich immer mal gucken. Aber wird es auf jeden Fall jetzt in Zukunft wieder geben. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung in die Kommentare. Und dann schauen wir mal, wie es mit unserem FC weitergeht. Ich bin leider nur nicht so optimistisch, obwohl der letzte Sieg gerade mal gegen Schalke ein paar Tage her ist, aber ich weiß es nicht, Freunde. Es macht mich einfach sad. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst wie immer gerne eine positive Bewertung da. Ich bin raus. Haut rein, euer FIFA Plays D. Ciao, ciao.